Und da sind wir wieder mal zurück zu Pokémon Gold. Wir wollen zur Route 39. Schauen wir uns mal an, wo das noch schnell war. Param, param, param. Route 38. Da sind nur so ein paar Noob-Trainer. Aber machen wir es halt. Ich war im Ausland, deswegen kenne ich alle Pokémon-Arten. Der Matrose Pierre. Blub, blub. Was machen gegen den am besten? Drachenwut alles. Drachenwuten. Weg Drachenwuten. Das überlebt er natürlich. Deine Fähigkeiten sind Spitzenklasse. Ich weiß. Was für ich auf? Ich hoffe, es ist nicht so laut. Fliege hoch in die Luft, mein herrliches Vogel-Pokémon. Ich wollte noch auf Vati wechseln. Der Timo. Aber da machen wir jetzt Blizzard. Ist natürlich nicht. Es trifft nicht. Trifft nicht. Nein, ich mach's so lang, bis trifft. Und wenn Dratini stirbt, dann stirbt's halt. Das sind fast 10 Leveln Unterschied. Nein. Also fünfmal nicht treffen wäre schon hart. Tatsächlich. Fünfmal nicht getroffen. Na, dann musst du sterben, Dratini. Das tut mir leid. Und wisst ihr, was ich jetzt mache? Absichtlich, dass er ja noch leidet. Feuersturm trifft er wieder nicht. Der trifft natürlich, der Feuersturm. Der ist ja auch nicht, also ganz normal effektiv nur. Na, ich lasse den Versager noch drin, dass er das Level abkriegt. Und dann trainiere ich Vati weiter. So ein Versager. Oder eine Versagerin, die ist ja weiblich, das Stratini. Jetzt hat er noch ein Dodo. Ah, das bringen wir auch noch mit denen um. Das trifft jeder Feuersturm. Das darf ja nicht wahr sein. Ich fühle mich, als würde ich mich selbst in die Lüfte erheben. So, jetzt lassen wir mal den Bahnhelden da nach vor. Da war eine Beere, die ist jetzt weg. Scott. Hallo. Du bist ja ein süßer Trainer. Darf ich mir deine Pokémon anschauen? Hoppspross. Natürlich. Jetzt, wo ich Feuer hätte gebracht. Was soll man machen? So leid es mir tut. Aber ich will nicht riskieren, dass ich da jetzt urlang bin. Deswegen macht das da Tyrakrok mit dem Eishebeln da das Ende.
Ich bin froh, dass ich deine Pokémon sehen durfte. Warum hast du es dann geschlagen? Aratikal. Braucht niemand. Tut mir leid. Oh, da oben ist noch ein Trainer. Jetzt probiere ich etwas aus, das ich heute gelernt habe. Der Schuljunge Lutz am Bantemos hat er nicht einmal so schlecht. Hoffentlich reicht das. Das wird für uns jetzt reichen, pass auf. Noch nicht einmal. Ich fürchte, ich habe noch nicht genug gelernt. Oder das Falsche. Oder 39, jawohl. Ah, da oben ist diese Miltank-Farm. Servus. Zeig doch mal, was deine Pokémon drauf haben. Nichts, das sind alles Versager. Aber sie sind trotzdem besser wie du. Weg, Mann. Den wird der Donner zerschellen. Noch ein Fleckmann. Ups. Falscher Knopf. Der Pokémon ist fähig, was? Schon wieder zu schnell weiterdrückt. Obstbaum, eine Minzbeere. Ich geh mal da, sie erst daran. Miltank ist krank, es braucht viele Beeren. Miltank ist krank, es braucht viele Beeren. Okay, ich kann es dem Miltank nicht geben. Naja, macht nichts. Ich glaube, das. Ja, kein Problem. Unsere Milch wird sogar nach Kanto geliefert. Wenn unser Miltank keine Milch mehr gibt, haben wir echte Probleme. Mein Miltank gibt keine Milch mehr. Diese Farm ist berühmt für die Milch, die hier produziert wird. Fast jeder trinkt sie gerne. Es würde mir viel Milch geben. Was? Was habe ich jetzt vergessen? Wenn man sie mit Bären füttern würde, glaube ich zumindest. Ich darf nicht immer nach rechts auf die Uhr schauen und nebenbei lesen. Das bringt alles nichts. Wir haben ja unser Fahrrad, habe ich ganz vergessen. Macht es etwas aus, wenn ich mit meinem Pokémon angebe? Wenn du gewinnst? Nein. Sonst ja. Ich hätte dein Kind ein gegen mein Pokémon, das wäre lustig. Das ist jetzt blöd. Das würde mich jetzt interessieren. Ja, das killt ihm. Wieder da eine Pixel. Was für süße Pokémon!
zeigen wir uns gegenseitig unsere Pokémon. Und zwar gleichzeitig. Da hätte es auch was anderes stehen können. Perverses Spiel. Und jetzt kommt das Lustige, jetzt machen wir Pikachu mit Donner fertig. Wann lerne ich eigentlich Donnerblitz? Mir macht es nichts aus zu verlieren. Oh nein, bitte nicht schon wieder. Ich bin gerade wieder in Oliviana angekommen. Wie steht es nun mit einem Pokémon-Kampf? Ah, wenigstens ein Matrose, der hat dann wenigstens wieder ein Wasser-Pokémon. Kaputti! Reicht Donnerschock, schauen wir mal. Na, Gott sei Dank. Radikal. Das werden wir einfach ganz schnell mit Tyrakrok wegschmeißen. Surfer. Ja, trink radikal. Was hat er noch? Ein Krabi. Und da wird Vati wieder zum Einsatz kommen. Tag ist sehr effektiv und tschüss Krabi. Wow, du hast einen Pokédex, das ist so toll! Du schon wieder. Kein Grund zur Panik. Mit Verlierern wie dir gebe ich mich nicht ab. Apropos Verlierer, die Arenaleiterin dieser Stadt ist nicht hier. Sie kümmert sich wohl gerade um ein krankes Pokémon im Leuchtturm. Ha, puh. Wozu soll das nur gut sein? Ein Pokémon, das nicht kämpfen kann, ist wertlos. Warum trainierst du nicht im Leuchtturm? Wer weiß, vielleicht wirst du dadurch ein wenig stärker. Ah, verpiss dich. So, also Arena ist leer, brauchen wir nicht hingehen. Oliviana City liegt am Meer, daher sollte man dort auch jede Menge Fische finden. Ich fische hier seit 30 Jahren. Willst du das Meer und die Fische sehen? Ja, na von mir aus. Aha, und das haben wir, und da haben wir einen neuen Angler. Aber so hätte Profi-Angel. Sehr schön, die braucht man nicht. Fische findet man nicht nur im Meer, sie sind überall, wo es Wasser gibt. Aus dem Markt brauche ich nichts. Hallo Jungchen, die See ist schön. Sing mit mir, juhu. Seebären sind so cool. Heile mich. Was nehmen wir nun jetzt eigentlich mit? Noch. Wir haben Wasser, haben wir, einen Drachen haben wir. Flug bräuchte man dabei noch oder irgendwas mit Boden auch. Geht übers Meer, pass auf dem Weg nach Anemonia City gibt es Strudel. Deine Pokémon müssen eine spezielle Attacke beherrschen, um an den Strudel vorbeizukommen. Ha! Deine Pokémon sind ja nur Fliegengewichte. Sie haben nicht die Kraft, Felsen aus dem Weg zu räumen. Hier, nimm das, bring ihnen Stärke bei.
Du benötigst den Orden von Dokata City, um sie außerhalb der Kämpfe einsetzen zu können. Und da haben wir Stärke bekommen. Ah, ich bin so stolz auf mich selbst. Gerade habe ich wieder auf die Uhr geschaut und drückt. Also am zweiten Bildschirm läuft die Aufnahme. Das Aufnahmeprogramm mit der Zeit, was abläuft, dass ich nicht überziehe. Na, was mache ich? Wer kriegt Stärke? Gehen wir Swati. Stärke ist jetzt nicht so schlecht. Gegen Tackle. So, was haben wir da? Hafen von Oliviana City. Nachts sind dunkle Straßen gefährlich. Auch das Meer wirkt viel bedrohlicher in der pechschwarzen Finsternis. Ohne das Licht des Leuchtturms könnte kein Schiff das Meer bereisen. Das wird der Leuchtturm sein, oder? Leuchtturm von Oliviana City, auch bekannt als Gizzard-Leuchtturm. Ich werde jetzt trotzdem da Warte einsetzen, weil ich halte nicht die Elektro-Pokémon. Früher haben Pokémon nachts die Gewässer um Oliviana City erhellt. Der Leuchtturm wurde errichtet, um dieses Pokémon zu ehren. Die Leute kommen zum Leuchtturm, um zu trainieren. Aufgrund der vielen Trainer ist es nicht einfach, sich bis ganz nach oben vorzukämpfen. Aber ich würde sagen... Wo ist denn der erste Gegner? Na, einen machen wir noch und dann... Dies ist kein Ort für Spielchen. Und er hat nur ein Pokémon, na gut. Und dann noch ein Flug normal. Ich glaube, das ist Flug normal, oder? Aber wie auch immer, warte, wird's wegfetzen, wenn es trifft. Trifft nicht. Kassiert lieber einen Schnabel mit 3 Damage. Aber es ist ja nicht Dratini und trifft beim zweiten Mal. Ja, ich sehe, du meinst es ernst. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, euer Zlabos. Tschüss, Dankeschön.